Einen wunderschönen guten Abend, hier wieder beim Let's Play von Pokémon Silber, ein Klassiker. Ich bin Morphus und wir befinden uns im Steineichenwald, wo ich momentan einem Porenta hinterherjage. Ich weiß nicht genau, ich glaube es gehörte diesem einen Typen, der vorne stand. Und ja, man musste das in eine bestimmte Richtung, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, irgendwo haut es immerhin ab. Schauen wir erstmal, wie wir kämpfen. Paras. Ich wollte ja ein Paras fangen, unter Umständen. Das lässt sich vielleicht veranstalten. Gut. Hey, hast schon ohne mich angefangen hier. Ja, mach ruhig weiter. Ja, okay, gut, in Ordnung. So, Leute, ich bin auch noch da. Wieder. Wieder. Leider. Also, ich lasse mir doch mein Kanal noch nicht ganz wegnehmen. Muss nur erstmal runterschlucken. Ich hatte nicht die Intention, keine Sorge. Ja. Sind noch Möhrchen reingezogen? Nee, kalte Fischstäbchen. Ah ja, okay. Da geht man einmal was essen. Ja, es lag hier so und er leuchtete und er hat so, ich weiß nicht, er sprach zu mir. Benutze mich. Und so sprach er zu ihm also. Also sprach der Kontrolleur. So, wenn ich jetzt kein Critical Hit lande, dürfte es mir auch gelungen sein, dir deinen lang gehegten, seit du 4 Jahre alt bist, gehabten Wunsch zu erfüllen. Eine Spielzeugeisenbahn? Nein. Verdammt. Ein Paras. Ich hab's gewusst. Ich möchte lieber die Spielzeugeisenbahn. Die wollte ich tatsächlich als kleines Kind. Wirklich? Alles andere. Tja, ich will dich ja nicht enttäuschen. Ich habe nie eine von meinen Eltern bekommen. Ich hatte einen Lego-Zug. Und da haben wir ein Paras. Wunderbar. Ich frage mich, wie der Fußabdruck aussieht. Sollte nicht groß sein. Ich glaube, ja, genau. Während es langsam heranwächst, sprießen große exotische Spitze auf seinem Rücken. Das heißt, man hat was zu rauchen, man hat was zu essen, man hat was zum Spielen. Paras ist ein vierseitiges Pokémon. Wird auch gleich in unseren Inventar aufgenommen. Hast du schon das Pokémon zurückgelockt? Ich war mir nicht ganz sicher, wie ich das veranstalten soll, weil es bewegt sich wirklich sehr random, Ize. Oh, wie wär's denn mit einem Mirapla, Duflor, Giflor? Hau Pokébälle drauf, wir haben ja ein paar. Na los. Ja, also, Absorber, Absorber, Absorber. Das ist natürlich sehr effektiv. Ja. Das war klar. So, und weil Pflanze gegen Pflanze nichts bringt, fliehen wir jetzt einfach mal. Flucht unmöglich. Naja, okay. Dann hau Flame rein und dann, nein, töte ich es. Ich werde jetzt Paras benutzen. Genau. Hau Paras rein mit 5 KP. 4. Genau. Einfach um... da, siehst du? Ein verdammtes KP hat es mir abgezogen. Da war ich schon besser dran. Es kann nur Absorber. Mirablast kann immer nur Absorber. Vielleicht zieht es mir auch 2 ab. Vielleicht auch nicht. Ja, mit einem Crit? Nee, wäre das jetzt vorbei gewesen. Vielleicht schießt es daneben. Nein, tut's nicht. Da bist du mir jetzt böse, weil ich dein geliebtes Paras... Nein, das ist mir egal. Oh, Flucht um, also bitte. Ja, natürlich. Du hast kein Pokémon mit... Flucht war durch die Initiative. Jetzt weiß ich es wieder. Du brauchst einen höheren Initiativwert, um fliehen zu können. Wirklich? Ja. In der ersten Generation auf jeden Fall. Ich glaube, in der zweiten auch noch. In der dritten wurde viel an der Spielmechanik geändert. Und meine Stimme klingt gerade voll scheiße. Wenn ich nur rausgehe, so gut. Viel Vergnügen. Mach ruhig weiter. Ist gut. So, hallo. Da sind wir wieder beim letzten... Nein, natürlich nicht. Aber wir killen dieses Knofensa jetzt endlich mal. Wenn ihr Kommentare habt zu unserem Let's Play, wie es euch gefällt, was man besser machen könnte, gerade weil ich zum ersten Mal beim Let's Play dabei bin, versuche meine Stimme irgendwie kreativ wunderbar zu benutzen, keine Ahnung, schreibt was rein, bitte nicht irgendwie shitstormen oder so, das gehört sich einfach nicht. Ich meine, von mir aus klar, ja, aber ich werde mir das nicht so zu Herzen nehmen. Aber konstruktive Kritik ist natürlich immer gut gefragt. Das einzige Wort, das ich gerade klar verstanden habe, war Shitstorm. Na, ich dachte, weil du auf Toilette gehst. Nein. So, mal gucken, wie kriegen wir das Porenta dahin? Müssen wir es dahin bekommen? Ich weiß es wirklich nicht.
versuchen wir es doch einmal. Ich weiß nicht. Ah, warte, doch, ich glaube, ich weiß auch. Geben wir mal hinterher. Erst nach oben gehen, nicht nur drehen. Was war das denn? Du kannst dich auch einfach nur das in die Richtung drehen. Controller. Ach so, okay. Ja. Das war damals auf dem Gameboy nicht so einfach, sich wirklich einmal rumzudrehen. Da musst du also übelst... Ganz kurz nur anditschen. Genau, anditschen. Du Ditch. Wessi. So, jetzt anquatschen. Anquatschen. Nach unten gehen? Nee, doch, ist richtig. Ja. So. Wir hätten einen Schutz kaufen sollen. Ditch, ditch, nur so ein ditch. Vorschlag. Zu Bad, die gibt es hier. Mensch, die wollen wir. Wo wir nicht in einer Mensch, Höhle sind. Wir brauchen das später erst. Genau. Anquatschen. Jetzt hast du nämlich richtig hingejagt. Süß. Jetzt hat der Bursche auch seinen Po-Renta wieder. Guck mal, da steht noch ein Bursche. Bursche! Ja, sie gehorchen nicht. Was sagt er denn? Ah, mein Porenta, du hast es für mich gefunden, Kleiner. Wir können einen Zerschneider einsetzen, mit dem wir Bäume fällen, um Holzkohle zu finden. Danke, Kleiner. Wie kann ich dir danken? Ah, genau, nimm dies. VM1. Zerschneider. Damit ist ein äußerst mächtiges Item geschaffen. Denn mit Zerschneider können wir diese charakteristischen zweischneidigen Bäume dort oben zerschneiden. Und das können wir gedacht, mal demonstrieren. Nein, du gehst jetzt erstmal zurück und heilst mal den Pokémon. Du willst doch die anderen Pokémon auch trainieren. Ja, ja, sehr gut. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Bam, 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 bam. Da wir noch genug Zeit haben und ich jetzt gerade meine Hände frei... gucke ich ganz schnell, wann sich Karnimani entwickeln würde, weil ich bin mir fast sicher, dass es auf Level 18 ist. So ist es. Soll ich unserem Knuffenser Zerschneider beibringen? Ja, natürlich. Gut. Oh ja, bitte! So, zu finden unter den VMTMs. Oh, wir haben tatsächlich eine ganze Menge. Sogar unser Flame konnte es lernen, aber wir geben es natürlich Knuffenser, weil es außerdem eine sehr rentable Attacke ist. Und wir werden auch Knuffenser wahrscheinlich eher behalten als Paras. Und ich würde mal sagen... Es entwickelt sich auf Level 18. Wachstum oder Wickel? Was wollen wir machen? Wachstum oder... Nehmen die Wickel raus. Ja. Weil, wenn mich nicht alles täuscht, ist es in dieser Generation der Rankenhieb noch speziell. Und wie sieht's aus, Karnimani? Level 18. Und das also, heißt, wir haben einen Tyrakrok Level 16 gesehen, eine physische Unmöglichkeit. Ist dies überhaupt möglich in der Natur? So, wie ein begnadeter Let's Player immer fragt. Entgegen der ersten Generation reicht es hier, einen Baum anzuquatschen und nicht erst Start, Pokémon, Viech, Zerschneider hin und her, sondern das war's. Wir haben hier den Waldpatron, Steineichenwaldschrein. Es wurde zu Ehren des Waldpatrons aufgestellt. Eine mysteriöse Angelegenheit. Habe ich doch erst schon gesagt, die erstmal. Bloody gerade vorhin. Nee, in der letzten Folge, das war gestern. Das letzte Folge. Wow. Ist das lange her? Oh, greift mich jetzt gerade dieses Schild an, oder? Ja. Wildes Schild möchte kämpfen. Das wäre voll witzig gewesen. Das hätte sowas von Rollenspielen oder so, wo dich auf einmal eine Mimik angreift. Das stimmt wohl. So, wir werden zerkratzt. Aber wir wollen das Felino ja trainieren. Damit es vielleicht auch mal neue Attacken anhand. Denn Aquaknarre ist jetzt nicht immer unbedingt das Nonplusultra. Kratzer, Zerschneider, Schlitzer, weiß nicht, was kann das erlernen. Schlitzer wäre eine ziemlich mächtige Attacke für ein Felino, aber Felino. Ich weiß gar nicht, wann Felino sich entwickelt. Das ist auch so eine... Ein Volltreffer. 20? Felino? Ich habe keine Ahnung. Das waren nicht viele EP. Felino. Aber wir kennen das ja hier unten. Hyperheiler. Heilt alle primären Statusveränderungen. Sprich, nicht Verwirrung. Da bin ich mir gar nicht sicher. Ob es das nicht heilt. So, ich möchte bitte den Beitrag von Felino haben. Klasse ist, wenn das Wiki abschließt. Level 20 entwickelt es sich erst.
Und es lernt in der zweiten Generation. Vielleicht geht es dann schneller. Ah, diese klassischen Schmarotzer-Attacken. Blutsauger. Was soll das denn hier? Kann ja wohl nicht Warzenschwein. Es gibt kein Warzenschwein-Pokémon, glaube ich. Gibt es denn ein Warzenschwein-Pokémon? Mir fällt keins ein. Also generell so ein Wildschwein oder so gibt es noch nicht. Doch. Echt? Was habe ich verpasst? Ein Wildschwein-Pokémon? Ernsthaft? Ich bin mir gerade wirklich nicht sicher. Naja, es gibt Spoink und Groink, aber... Und Floink sieht auch so ein bisschen... Ja gut, Floink und die Weiterentwicklung von könnten so ein Schwein sein, aber nicht so ein richtiges Warzenschwein oder Wildschwein oder so. Sondern halt eher so eine... Ja, ein Kampfschwein. Ein Kampfschwein. Kennst du keine Kampfschweine? Jetzt glaube ich zum ersten Mal gehört, ja. Mensch, da kennt er keine Kampfschweine. Hier, meine netten Gentlemen, was ich mache? Ich setze Kopfnuss ein, um Bäume zu schütteln. Das macht Spaß, probier es doch auch einmal. Wir erhalten TM2, eine Attacke, die uns ermöglicht, diese kleinen spitzen Bäumchen zu schütteln. Und was für Pokémon findet man klassischerweise auf diesen Bäumchen? Scaraborn kann man da, glaube ich, finden. Scaraborn. Das ist übrigens das Pokémon, was ich letztens meinte. Okay. Käfer, so wie so ein Hornkäfer ist. Wollen wir... Ja, Felino Kopfnuss beibringen. Das ist könnt doch mal ein gucken. Plan. Das ist doch ein Wort. Klingt doch nach einem Plan. Die erste wirklich nützliche TM in diesem Spiel. Felino. Wollen wir mal gucken? Na klar. Ich weiß gar nicht, was man sonst noch so finden kann. Vielleicht steckt ein Pokémon in diesem Baum. Ach, Tanzer kann man zum Beispiel auch dann finden. Nichts. Okay, wir versuchen es mal ein bisschen. Wir haben noch Zeit. Übrigens, das ist ein Kampfschwein. Flambirex. Wir sind mutig, wir probieren die Baumreihe durch, bis uns was entgegenkommt. Ja, oder so. Bam, bam, badam, bam, bam. Das war jetzt aber nicht in der Baumreihe. Das war nicht in der Baumreihe. Und ich glaube, das gibt es nicht in den Kopfnussbäumen. Okay, es lernt auf Level 11 Slam. Okay, dann haben wir noch zwei Level vor uns. Und ansonsten nichts mehr vor der Entwicklung. Weil wir werden es nicht länger als nötig als Felino lassen. Weil es doch einen etwaigen Werteboost ganz gut gebrauchen kann. Es hat nämlich katastrophale Base-Werte. Aber es ist halt ein Stufe 1 Pokémon und es ist klein und sieht auch schwach aus, also kann es ruhig mal schwach sein. Aber es ist verdammt niedlich. Das ist allerdings richtig. Und Morlord hat eigentlich ganz, also gerade physisch recht durchschnittlich, aber ganz in Ordnung die Werte. Könntest du ihm einfach mal ein Tränkchen geben? Das ist doch eine Idee. Das ist doch einer Idee würdig. Ich mag diese Musik hier ganz dolle, Mensch. Warum probierst du es nicht einfach bei einem Baum mehrmals? Ist doch egal. Echt? Ja. Okay. Es gibt meiner Meinung nach keinen Einzelbaum. Kopf. Ich schau mal, was uns dazu gesagt wird mit den Bäumen. Okay. Hornbio, Kokuna, Bibor, Rettern, Owei, Hutut, Noctu, Lediba und Tanza können wir da bekommen. Und in Berggebieten Habitat, Griffel und Scaraborn. Da schau an. Ein Owei, Owei, Owei. Das kaufen wir uns natürlich. Ja, das werden wir, denke ich mal, ganz gut hinkriegen. Mal gucken. Ja. Ich habe einen Aufwecker. Ja, in der Tat.
Smetbo. Kann man in Gold kann man sogar ein Smetbo finden. Was natürlich cooler ist als ein Bibor, aber na gut. Staccato. Starre Staccato. Fünfmal, ne? Bis zu fünfmal. Bis okay. Zu fünfmal. Reflektor, ein Verteidigungsangriff. Das war nicht so klar und nicht gewusst. Ha. Allerdings hat es jetzt den Reflektor. Das heißt, es dürfte trotzdem nicht so viel Schaden machen, das dachte ich mir. Tatsächlich. Dann lieber wechseln. Genau. Wechsel auf Knofenser und setzen Zerschneider ein. Eine sehr schöne Animation. Verflucht. Es war so klar. Dieses Der Reflektor verschwindet mit der Zeit, deswegen kann es nicht zweimal einsetzen. Jetzt ist er wieder da. Reflektor. Bin aufgewacht. Boah, das ging ja schnell. Das ist schön. So. Scaraborns Werte wären nämlich auch ziemlich cool. Mit einer 125er Base-Angriffswert. So. Und dieser lernt auch in der zweiten Generation recht gute Attacken. Viel Ende auf Level 54 ist eine sehr schöne Attacke. So. Owei ist aufgewacht. Ach, du hattest es eingeschläfert. Vielleicht sollte ich besser hingucken. Was ist nur mit dem Köderball? Den müssen wir mal angucken, ob das wirklich für Wasser-Pokémon ist. Ich glaube, es ist für Wasser. Oder für Käfer? Deswegen, ja, habe ich gerade überlegt. Guck einfach mal kurz nach. Aber es ist ja kein Netzball. Ich überlege gerade, wenn ich noch einen Zerschneider mache, ist es garantiert tot, es sei denn, du sagst jetzt okay. Versuch noch einen Zerschneider. Okay. Schade. Na, da gibt es wenigstens Erfahrungspunkte. Ja, und zwar eine ganze Menge für Linus Level 10. Und wir sind Level 16 ja, mit Knofenser. Müssen wir eigentlich langsam Ultrigaria kriegen? Nee. Naja, dann verlassen wir den Wald. Das schaffen wir heute noch, den Wald zu verlassen. Setzen wir nicht überall Kopfnuss ein, dann schaffen wir es noch, den Wald zu verlassen. Deal. Und dann ist das ein super Cut für heute. Stimmt, 2 Minuten haben wir noch. Plus minus 5. Plus minus. Eher plus als plus, minus. Eher plus als minus. Du. Encounter Rate ist zum Glück gar nicht hoch. Mensch, das ist ja so toll. Wir mögen Pokémon. Blutsauger, Flucht unmöglich, hohe Initiative. Ja gut, bei einem Zubat. War das jetzt auch anzunehmen, wenn ich da ganz ehrlich sein soll? Was? Dass es eine hohe Initiative hat. Also. War vorhin schon so. Zubat hat auch gar nicht so die höchste Initiative. Aber schon in Ordnung. Also wenn man es so vergleicht, ist es oftmals gar nicht so schlimm. Wie gesagt, und schon gar nichts gegen X-Bat. X-Bat ist eines der schnellsten Pokémon überhaupt. Ja, das war ja etwas. Füllt klar. Die Angriffspunkte einer bereits leergepackten Attacke wieder auf? Genau, um 10 AP da ist nichts. Das ist nur der Trick. So. Genau, da laufen wir gar nicht so viel zu weit, weil da kommen nämlich gleich wieder Trainer. Und wir quatschen noch das Schild an und gucken, wo wir hier sind. Wir sind Tipps für Trainer. Bäume mit Bären tragen jeden Tag neue Bären. Merke dir, welche Bären an den Bäumen wachsen. In Ordnung. Okay, und mit diesem Wissen würde ich sagen, war's das für heute erstmal. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal bei Pokémon Silver. Bis dahin und tschüss. Macht's gut.